wir schaffen ein 29-Euro-Ticket als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Dieses 29-Euro-Ticket soll hier regionalweit oder westfalenweit eingeführt werden, um eben einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten, um ein attraktives Angebot zu schaffen, um vom Pkw auf den ÖPNV umzusteigen. Wir setzen uns ein für mehr Parkraumüberwachung. Hierzu zählt auch die Anschaffung von neuen Parkscheinautomaten und die Bewirtschaftung von Bereichen in der Stadt, die bislang noch nicht bewirtschaftet worden sind. Wir wollen damit auf jeden Fall mehr Einnahmen generieren, um eben die Verkehrswende voranzubringen, damit eben die Subventionierung des motorisierten Individualverkehrs zurückgedrängt wird, um eben mit den Mitteln, die eingenommen sind, den ÖPNV zu stärken. Wir setzen uns seit Langem für mehr und durchgängige Busspuren ein, um zu erreichen, dass die Busse schneller durch den Verkehr kommen, dass die Busse vor allem auch von der Fahrzeit her eine deutliche Verbesserung beinhalten gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. Dafür stellen wir mehr Mittel zur Verfügung und eben auch dementsprechend politische Initiativen. Wir werden den Flyover stoppen. Das hochumstrittene Projekt haben wir von Anfang an sehr kritisch gesehen. Wir glauben, dass es für den Radverkehr keinen tatsächlichen verkehrlichen Nutzen gebracht hätte, sondern ganz im Gegenteil für den motorisierten Individualverkehr Vorteile gehabt hätte. Wir sparen somit wirklich eine ganze Menge Geld, das wir in sinnvolle Projekte für die progressive Verkehrswende investieren wollen.